Viele warten auf den neuen Golf 8. Auch in der schweren Zeit während Corona müssen sich Unternehmen um Umsatzzahlen und Verkäufe bemühen, um weiterhin am Markt bleiben zu können. Hierfür muss auch Werbung geschaltet werden. Dafür entschied sich auch der große Autokonzern Volkswagen. Doch die Werbekampagne für den neuen Golf 8 schien richtig nach hinten losgegangen zu sein. Das besagte Video wurde auf dem Instagram-Account des Konzerns geteilt, ist mittlerweile aber schon wieder runtergenommen. Im Video war ein dunkelhäutiger Mann zu sehen, der von einer großen Hand durchs Video geschubst wurde. Am Ende des Clips wird er von der Hand rausgeschnipst. Nach der Veröffentlichung gab es einen großen Rassismusaufschrei, von dem sich Volkswagen aber entschieden distanzierte und versicherte, den Clip nicht mehr zu nutzen.